Hertha BSC bleibt im Trainingslager im österreichischen Schladming das Pech treu. Am Mittwoch musste ein internes Übungsspiel, das nach der Absage des saudi-arabischen Erstligisten Al-Shabab Riyad angesetzt war, wegen eines Unwetters abgebrochen werden. Der liebe Gott war anscheinend gegen dieses Testspiel, bemerkte Trainer Pal Dardai. Erst sagt der Gegner kurzfristig ab, dann schickt er uns ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner. Im ersten Test 4:1 gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering hätte sich WM-Teilnehmer Matteo Lecky eine Knieblessur zugezogen. Zwar teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit, bei einer MRT-Untersuchung sei keine ernsthafte Verletzung festgestellt worden. Doch da ergänzte, eine Innenbanddehnung ist unangenehm. Das kannst du wieder nicht so richtig einschätzen. Die Verletzung sei nicht so optimal. Ein paar Tage Pause müsse der Australier auf jeden Fall einlegen, berichtete Dardai. Punkt. Wladimir Darida und Peter Pekarik verpassen ebenfalls wegen Knieproblemen wie Davy Selke, Pneumothorax und Sydney Friede, Sprunggelenksblessur, das komplette Trainingslager.